Das Energy-Getränk Monster ist der Antichrist oder soll zumindest irgendwas damit zu tun haben. Im Internet kursiert eine Verschwörungstheorie, deren Anhänger glauben, dass hinter der Wachmach-Limo der Teufel steckt. So soll das grüne M oder, um es ein bisschen eindrücklicher zu machen, das rote M nicht den Buchstaben M zeigen, sondern den hebräischen Buchstaben Vav, und zwar genau dreimal. Der hebräische Buchstabe trägt aber auch den Zahlwert 6. So steht auf der Dose nicht M, sondern 666. Und die Zahl 666, das ist Okkultisten-Grundwissen, ist die Zahl Satans. Die Theorie gibt es schon seit einigen Jahren, aber erst jetzt hat eine Frau auf YouTube die Theorie erst richtig berühmt gemacht. Die Präsentation der Frau wurde über Nacht zum Viralhit und hat mittlerweile fast 5 Millionen Klicks gesammelt. Aber es gibt noch mehr auf der Dose zu entdecken. So ist in Buchstaben O ein Kreuz zu sehen. Das heißt, jedes Mal, wenn derjenige die Dose zum Mund führt, steht das Kreuz auf dem Kopf, die Umkehrung christlicher Werte also. Und dass der Hersteller sein Produkt zusätzlich mit Unleash the Beast bewirbt, kann nur eins bedeuten: Er ist mit dem Teufel im Bunde.